So, da sind wir wieder. Arc ist halt Ja. scheiße. Ich bin nicht vor kurzem der zweite Teil rausgekommen. Irgendwie gestern oder so. Von Arc. Ja. Keine Ahnung, aber wird wahrscheinlich genau dasselbe Spiel nochmal sein. Aber aufgehüpft. Das hat ja nicht mal eine Story, da macht das ja gar keinen Sinn. Jetzt halt einen Teil zu machen oder einen Film zu machen. Zweiten Teil zu machen. Ne. Das Survival. Man kann trotzdem den zweiten Teil machen. Macht keine Story. Jetzt nimmst du so Subnautica als Beispiel, obwohl das eine Story hat. Ich weiß, Subnautica hat keinen zweiten Teil, das hat einen Standalone DLC. Willst du hier? Das ist Stoff. Nur weil hier ein Links vor Typ. rechts, links vor rechts, links vor rechts. Das weißt du doch. Du weißt doch, wo es hier Wie? zurück nach Hause geht. Ich flieg hoch. Okay, geh rechts. Katze. Katze tritt den Brunnenbaum. Eimer. Eimer. Katze tritt den Eimer. Cat gag der Papa. Und alleine hierfür bräuchte ich dich dann nachher, weil hier kommen erstmal ganz lange keine Bäume mehr. Wenn du da weiter guckst. Nein. Findest du es übrigens nicht auch ein bisschen schade, dass hier im Spiel irgendwie die Gegner so wenig schreien? Ja. Wann haben wir zuletzt mal jemanden schreien gehört? Also wir hören ja nie welche. Haben die es rausgenommen, als die mitbekommen haben, dass sie das N-Wort sagen? Nein, die haben doch sogar gemeint, dass sie das wieder noch stärker gemacht haben. Gut. Ich merke davon nichts. Auch nicht. Hab schon lange keine Slurs mehr gehört. Ich habe sie generell nie gehört. Du bist ja auch weiß. Du doch auch. Ja. Aber ich bin eine Frau. Wow, ich bin kein Mann. Trotzdem bin ich eine Frau. Von mir. Essen. Du bist ein C? C? Seehack. Essen ist mein Lieblingsfach. Essen ist mein Lieblingsbier. Drei Bier sind ein Essen. Drei Bier. Drei Bier. Drei Bier. I am looking for Freibier. Hingo Hanga, Hingo Hang. Verstehe Leute nicht, die Alkohol so sexualisieren oder was auch immer, zelebrieren. Gott, die Al Sexualisieren oder zelebrieren. Ich trinke, weil es mir schmeckt, aber ich feiere es nicht. Ist es gut? Geh nach Bayern, Oktoberfest. Im September. Ich trinke nicht, weil ich zelebriere. Ich trinke, weil es mir schmeckt. Und Markus Söder dann so direkt Mundwinkel runter. Jetzt Markus Söder. Ach, der. Ne? Ach der. Ach shit. Ah shit. Ich würde sie nicht mögen. Ist das ein Nazi oder was? Sowas ähnliches. Also sein Handeln erlaubt halt Nazis. Und das, was er macht, könntest du in die Richtung stellen. Er jetzt selber Ist würde ich ein jetzt nicht sagen. Zentrist oder was? Ist Mitglied der CSU, also der Also. Vorsitzende dort. Gut.
Und die sind ja noch mal schlimmer als die CDU, weil die denken, oh, christlich. Ja. Und Christ sein, also, ne, Nazis waren auch Christen. Das ist halt ein Fakt. Ich glaube, Hitler war ein Atheist. Weswegen er auch direkt Leute anderen Glaubens runtergemacht hat. Und denen gesagt hat, dass die den falschen Glauben haben und deswegen sterben sollen, oder was? Nicht baden hier. Muss hier durch. Weiß nicht, das kommt irgendwie nicht ganz hin. Keine Ahnung. Google. Was Hitler Christian? Nö, Hitler war's Adolf. Wikipedia, Religious Views of Adolf Hitler. Okay, nein, der war kein Atheist. Sag ich doch. Jetzt war der selber Jude. Aber der mag auch kein organisiertes Christentum. Nö, also das war ja Nazi nicht, ne? Hitler declared himself not a Catholic, but a German Christian. Ach so. Und das Zeichen von German Christians ist einfach die Nazi-Flagge, aber um das Hakenkreuz herum ist ein Kreuz und links steht ein D und rechts ein C. Der ist nicht deutsch. Ja. Das ist wie diese komischen Leute, die meinen, dass die schwarz sind, nur weil die irgendwelche Weil den. Vorfahren haben. Ja, war dann bin ich auch schwarz. Englisch ist mein Fach. Oder die das meinen wegen Edward. Mein Urgroßvater ist Italiener. Heißt, ich bin Italiener, auch wenn wir seit 5 Generationen in den USA wohnen. Ich bin Latino, weil ich, keine Ahnung, Mexiko. Und deswegen bin ich schwarz. Dass Latinos als schwarz zählen, wäre mir neu. Keine Ahnung, du hattest da irgendwann mal irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr, aber was du gemeint hattest. Ich. Hier nicht dazu, aber irgendeine andere. Ariana Grande. Aderane. Victoria Justice. Stimmt, das war Quinten Reviews. Ja. Quinny. Der meinte dazu, dass das dämlich ist irgendwie, weil das keinen Sinn ergibt. Aber er wollte das auch nicht Leuten dann wegnehmen und hat gemeint, ja, wenn du meinst, dann ja. Ja. Aber es ist dämlich. Also das kann man ja wohl nicht absprechen. Nitschka. Luipka. Nitschka. Luigika? Genau. Super Luigika. Du wirst du tot. Einfach nur beep, beep und dann bist du tot.
Ja. Beep, beep, motherfucker. Müssen übrigens immer noch was hier machen, dass die Map ein bisschen voller ist, weil zu Well. oft hast du hier das Problem, glaube ich, einfach, dass da nichts ist. Dass es hier immer noch so kahle Stellen gibt, einfach. Alkoholiker. Müsste jetzt hier hinkommen, ich habe keinen Bock zu kämpfen gerade. Alkoholiker muss hier hinkommen. Ist sein Leben. Okay. Hau ab, netter Mann. Alkoholiker wäre mir neidisch gegenüber. Der wird noch, der ist nicht über einem Bach von einem Lama, von einem Alpaka angesprungen worden. Ich schon. Hab mal einen Biber gesehen. Wow! In der freien Wildbahn. Ach so. Ich habe einen Tapir gesehen im Zoo. Warum Der ein war sehr männlich und Tapir? hat. Ein Tapir! Baumschule! Was ist los? Du kennst doch die Typen mit der Keule, ne? Ja. Die treten ja immer nach dir. Ja. Ich habe dem Typen einfach, als der mich getreten hat, der Bein abgeschlagen ist, umgekippt. Gut. Und der andere rennt weg. Warum hast du dich gerade angehört, die Türme? Den Typ mir nachgemacht. Die rote Sau. Rote Sau? Gut. Ich schlag dem den Kopf ab. Mit Warum einem tust Schlag. du sowas? Das gehört sich nicht. Du hättest es doch fast gekackt. Oder halt gerade Seile. Ah, hat den gegangen. Hey, Babseed, Babseed. Hattest du das gerade im Style von Miko, Miko, Oio? Genau. I'm thinking Miku, Miku, eo. I'm thinking Miku, Miku, eo. I keep singing around for all of you. I keep singing around. I'm thinking Miku, Miku, Eo. I'm thinking Miku, Miku, Ich habe aus irgendeinem Grund irgendwas in der Dusche gesungen, aber ich weiß nicht mehr was. Down, down, down Nee. in der Dusche. Nee. Also ich kann über die Dusche dir eine schöne Geschichte erzählen, wenn du gerade nichts isst. Gut, ist die Scheiße hochgekommen? Nein. Was dann? Aber das, also ich miete das hier ja gerade, ne? Weil wir das Ja. hier noch nicht kaufen können. Und aus irgendeinem Grund war da immer sowas bei der Dusche, dass da, nun ja, ich konnte halt nicht lange duschen, bevor das nicht alles zu wurde mit Wasser und übergelaufen ist. Und dann habe ich das mal meiner Mutter gesagt und die hat dann einfach mal das Teil da aufgemacht. Und da siehst du dann erstmal nichts, da ist halt nichts.
Er hat ihn mit dem Arm richtig reingegriffen. Richtig tief rein. Gut. Und zieht da dann ganz, ganz viele grüne Haare raus. So einen riesengroßen Ball. Nett. Und dann hat die es ins Klo runtergespült. Aber das waren nicht meine Haare, also das kann gar nicht sein. Das war übrigens unter der Vorrichtung, die das eigentlich auffangen sollte. Gut. Ich weiß nicht wie, ob das jetzt vielleicht sogar noch von der Vorbesitzerin stammt, ob das von der Person noch davor war. Ich habe keine Oder alles Ahnung. zusammen. Aber von mir ist es jedenfalls nicht. Das kann nämlich nicht sein. Arschhake. Nein, die fallen mir nicht aus, leider. Die Ich hätte auch unnötigsten keine Haare Arschhake mehr. überhaupt, ne? Sackhage. Nee. Ich finde, Arschhaare sind unnötiger. Aber seit wann ist hier unten der Müll? Stehenhaare. Ich finde schön, wie die Entwickler sich gedacht haben, ja, die haben da eine Burg hingebaut, wir tun da jetzt einfach ganz viel Müll einfach hin. Glaubst du, die gucken das? Ja. Warum? Keine Ahnung, ich wollte das jetzt einfach mal bejahen, damit ich sagen kann, ja hier. So. Ah, ja, hier. Ich glaube tatsächlich, die Entwickler, die interagieren halt null mit ihrer Community. Ich will sie noch hin. Twitter Deswegen kommt nicht. bildet sich da ja auch nicht wirklich eine Community. Das Einzige, was da halt passiert, ist, dass man dann einzelne Creator hat, die man dann verfolgt, die da was zum Spiel bringen. Aber ich weiß jetzt auch nicht mal mehr, wer jetzt noch das was zum Spiel bringt. Außer mir jetzt und so einem anderen Typen, den ich gesehen habe, aber ich weiß auch nicht, ob der noch weitermacht. Diese ganzen großen The Forest-YouTuber, die aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil sie Englisch sind, mit dem Spiel groß geworden sind, die machen, glaube ich, auch nichts mehr dazu. Mit dem Spiel groß geworden. Die waren noch Kinder, als sie das angefangen haben. Das finde ich auch immer komisch, aber das spreche ich gleich an. Ich meine, wenn du dir das mal anguckst, guck mal, wie viel Zeit ich hier reinstecke. Genug. Kann wirklich was vom Profi, Letzte Folge übrigens. weiß. Ja. Ich kann hier wirklich was vom Profi sagen. Und ich würde nicht sagen, dass die das sagen könnten. Die haben ja nicht mal einen Bruchteil von dem, was ich hier aufgenommen habe. Ja, ne? Willst du ja noch sagen, dass ich Profi bin, oder was? Ja. Gut. Also du hackst natürlich, aber. Ja, Hex, genau. Ja, das ist Behinderung. Kannst nichts dafür, dass du gut bist. Hier ist es einfach genau. Laub hier vorne war aber. Das ist doch hier oben, oder nicht? By the river. Bum-bum-bum-bum. Bye-bye, the river. Barb. Wollte ich gerade eh lang beim Fluss. Trying to save myself, but myself keeps slipping away.
Talking to myself on the way to the station. Pictures in my head of my final destination. Warum ist das Lied so gut? Warum habe ich es davor noch nie gehört? Keine Ahnung. Du hast doch Final Destination geguckt. Meintest du? Den ersten und nur das Ende. Ja, und da kommt den ersten davor. Okay, nur das Ende. Ja, gut. Wow. Wo aus irgendeinem Grund hinten das Teil da runterkommt. Oh, wir haben es geschafft. Und dieses Fake-Out-Ende, wo die dann doch nicht sterben im zweiten Teil. Aber dann doch. Und ich kann mich aus irgendeinem Teil erinnern, wo irgend so ein Typ in einem Aufzug war und dort dann den Kopf irgendwie hochgezogen bekam oder sowas. Gerade voll weggeflogen. Warum hast du eine Hundehütte hier hingebaut? Ich? Was wird das? Hä? Hier an die Ecke von dem Haus. Da habe ich einfach ein bisschen Holz hingelegt, das ich nicht gebraucht habe. Sekunde, ich komme gleich. Hanne, Hanne. Ach so. You're so sexy when you're paranoid. Jesus sexy. Genau. Ja, da habe ich ein gutes Video, was ich dir später mal zeigen muss. Jesus sexy. Genau. Ich komme schon. Ach, ich bin schon da, gut. So, mal eben ignoriert, dass da ganz viele Steine geflogen. Gut, Virginia kam ja an und ist weggerannt wegen dir. Gut. Wolltest du mir hier was zeigen? Nee. Sondern dann. Ja, was soll ich dir zeigen wollen tun? Ich komme schon. Ja, zum Schlafen. Ich bin gerade wieder zurückgekommen von meiner Seiljagd. Ja, und wir sind schon da. Wir sind schon da. Ja, das ist schon direkt hier. Ja, aber es muss ja auch noch bis nach ganz oben gehen. Ja. Ach, guten Tag, Virginia. Die ist hier eben schon rumgelaufen. Wow.
aber nicht überall hier Seile zwischengetan. Noch nicht. Aber die Folge ist vorbei. Es wird so angenehm, wenn wir endlich hier den Berg hochrutschen können. Ja. Müssen wir das nur noch 5-Millionen-fach in alle Richtungen machen. Ja. Wie man das immer machen kann. Die Folge ist vorbei. Ich gehe hier hin, um zu speichern. Irgendwo da hinten kommt so ein Opa an mit so einem Rentierkostüm. Und eine Shotgun. Was denn? Gut, ich hab schon wieder. Gut. Hallo, bin auch da. Flying Grandpa. Flying Grand. Oh. Du hast doch das Schiff aus One Piece. So drum paar. Der Grumpa. Guter Stern. Hier ist man übrigens auch schneller, wenn man seitlich hier runterrutscht. Gut. Also wenn du hier irgendwann mal eine Stelle hast, wo du nicht mehr geradeaus weiterkommst, dann drehst dich einfach seitlich, fährst trotzdem wieder weiter dort, wo du nicht weiterkamst. Nett. Oh. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.